Hallo liebe Wahrheitssucher, hier ist der Wahrheitssucher. Ja, heute ist ein sehr spannender. Die letzten Tage waren sehr spannend und ich möchte heute dieses kleine Video für euch machen, um euch ja ins Bild zu rücken, damit ihr einfach mal Bescheid wisst. Das, was ihr hier gerade seht, ist ein Blog-Eintrag der Deutschen Polizeigewerkschaft, Landesverband Sachsen. Dieser Blog-Eintrag wurde am 28. September vom Herrn, wie heißt er noch, ich scroll mal runter, Volker Schöne gemacht. Hier unten Volker Schöne, Landesvorstand. Da ist der gute Herr. Und dieser Blogbeitrag, heute ist der 1. Oktober. Und gestern wurde das gelöscht wieder. Und es ging wie ein Lauffeuer, diese seit dem 28. durchs Netz. Und ja, wie sollte man das beschreiben? Einfach, die Polizei hat einfach Angst. Die Polizei hat Angst, weil diesen Menschen die komplette Grundlage fehlt, auf denen sie arbeiten. Ihnen fehlen einfach die Gesetze, auf denen sie arbeiten. Sie sind eigentlich machtlos. Und ja, lasst uns einfach mal kurz durch dieses kleine Dokument mal durchhopsen. Ja, es ist seine Meinung, so hat er es gesagt. Ich würde sagen, die Polizei hat Angst und die Polizei hat verdammt viel Angst, weil dieses Dokument wieder vom Netz genommen wird oder ist. Und dieses Dokument ist vom Netz genommen. Ich gebe euch gerne die Adresse dazu von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Da werdet ihr einen Error 404 werdet ihr dort finden. Und das gibt's nicht mehr, das Dokument. Aber es wurde von fähigen Menschen, da möchte ich auf jeden Fall danken, gesichert, dieses Dokument. Und ihr werdet euch das auch hier runterladen können, das Dokument. Ich werde das dann in meinem Blogartikel verlinken und dort könnt ihr das dann runterladen und nutzen. Das ist ein sehr wichtiges Dokument, ein sehr, ja, was mal die Kehrseite der Polizei momentan darstellt. Aber lasst uns einfach mal in das Dokument hier jumpen. Er sagt hier, was soll hier in Sachsen und Deutschland noch, was soll hier noch werden? Wo stehen wir eigentlich? Ja, die neue Polizeireform 2020 sagt aus, dass 25% der Polizeibelegschaft eingespart werden soll. Also er hat einfach Angst, Sparen am Maßnahmen etc. Und dass das Ganze ja, verkleinert werden soll. Ich werde nur ein paar Passagen vorlegen, aber die wichtigsten sind zum Schluss einfach da. Das muss sich einfach mal jeder mal selber zur Gemüte führen, was dieser Mensch gesagt hat. Das ist verdammt interessant. Ja. Es gibt einfach hier, hier ist das, das ist das BMJ-BBG. Das wurde vor ein paar Jahren eingeführt. Das ist, geht einfach in Google rein, tippt BMJBBG ein. Das ist das, da ist ja das erste Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz. Das erste, das ist 2009, glaube ich, eingeführt worden. Und es gibt das zweite Gesetz, das ist schon, steht hier der Jahreszahl, 2007 eingeführt wurde. Und hier wurden sämtliche Einführungsgesetze für Gesetze wurden zurückgefahren. Die wurden aufgehoben. Und hier gibt es, ja, hier dann in diesem Artikel, das beschreibt er auch, hier Artikel 67, Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung. Es ist eingesetzt worden, aufgehoben, ja. Das heißt, es gibt keine Strafprozessordnung und ein Gesetz ohne Einführungsgesetz ist nichtig. Und es ist komplett aufgehoben. Dann ist das Gesetz in Betreff zur Einführung der Zivilprozessordnung auch aufgehoben. Das ist der Artikel 49. Man kann es hier mal reingehen. Ich weiß jetzt nicht, welches Gesetz das ist. Artikel 49. Da, erstes Gesetz zur Reform des Strafrechts. Ja. Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch. Ja, das ist auch aufgehoben, es gibt kein Strafgesetzbuch mehr. Ordnungswidrigkeitengesetz, das kommt jetzt auch hier direkt im Anschluss. Einführungsgesetz Gesetz vor über Ordnungswidrigkeiten, auch verdammt interessant. Ordnungswidrigkeiten ist alles das, wenn ihr eine Zigarette auf den Boden fallen lasst, weiß nicht, wenn ihr hinspuckt oder sowas einer vom Ordnungsamt, er ist niemals ein Beamter, aber die nennen sich halt im Ordnungsamt, oder halt eben, wenn ihr zu schnell fahrt oder falsch parkt, die Tickets müsst ihr nicht bezahlen.
Gebe ich jetzt auch der mal gerne eine Formel für. Wenn ihr einfach mal ins OWG reingeht, das ist das Ordnungswidrigkeitengesetz, ihr geht einfach bei Google OWG und sagt dann 5. OWG 5, der Paragraph 5, das ist die räumliche Geltung. Und das ist halt eben deren Trick. Und hier steht einfach, wenn das Gesetz nicht anders bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes und außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff und oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. Also, wenn zum Tatzeitpunkt Falschparkens, zu schnell fahren, dein Auto nicht auf einem Schiff oder auf einem Luftfahrzeug platziert ist, dann ist dieses Gesetz nicht gültig für dein Fahrzeug. Und das ist der Trick, den sie sich hier machen, aber dieses das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz wurde halt eben wurde aufgehoben. Es wurde einfach aufgehoben. Das ist der hier Trick. Das ist der Artikel 25. Ja, Artikel 25. Gucken wir uns das mal an hier. 25 müsste eigentlich hier dann da hier sein. Verordnung. Dann ist es vielleicht das erste Gesetz. Okay. Irgendwie nicht. Dann hat das irgendwie andere. Auf jeden Fall ist es hier dann 25 Gesetz vom 13. Dezember 2001. Bundesgesetzblatt 1, Seite. Okay. Ist halt etwas direkter dort. Hat nichts mit dem BMJ-BBG zu tun, aber am BMJ-BBG ist es halt eben auch nochmal aufgeführt. Und einfach mal durchlesen. Das ist verdammt interessant, was hier passiert. Ja, jetzt fragt er zum Schluss hier, welches Gesetz gilt nun? Die Strafprozessordnung, die Zivilprozessordnung und das Ordnungswidrigkeitengesetz schon mal nicht, da keiner weiß, wo man es anwenden könnte. Auf welcher Grundlage kann dann ein Vollzugsbediensteter agieren? Aber ein Vollzugsbediensteter ist ja der Polizist. Ich weiß es leider nicht, das sagt einer von der Polizei. Ich weiß jedoch sicher, was ich jedoch sicher weiß, ist, dass Paragraph 839 und Folge Paragraph 800 23 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Nur bleibt die Frage, wer kann den Anspruch durchsetzen und wo? Da diejenigen, die uns mit Sparpolitik und anderen Phrasen den Personalabbau begründen, ganz sicher wissen, wie die formal-juristische Situation aussieht, lasst zu der Frage kommen, warum dies alles mit welchem Hintergrund und zu wessen Nutzen passiert. Das ist ganz einfach. Ich bin auch Abonnent von Tix LBG. Tix ist ja jemand, den durfte ich sogar persönlich kennenlernen. Der hat Völkerrecht studiert, der ist Rechtskonsulent und ja, der nimmt jeden Richter und jeden Beamten auseinander juristisch. Und kann ich euch nur empfehlen, sucht Tix LBG, das heißt Lichtenberg, abgekürzt LBG. Guckt einfach mal an seinem Kanal, wer ihn schon kennt, der weiß, wovon ich rede. Wer ihn nicht kennt, der gibt es interessante, ja, kurze Serien für alles kein Gesetz und ja, sagt euch mal über gewisse Kuriositäten des Rechtssystems, zeigt euch so ein paar Sachen. Verdammt interessant, was hier in Deutschland im bürgerlichen, nicht im bürgerlichen, im unserem Grundgesetz, was da drin steht, im Bundesbeamtengesetz, was da drin steht, aber da werde ich auch vielleicht noch eine kleine Serie machen. Und ja, sehr interessant, so was im Verwaltungsverfahrensgesetz drin steht und so weiter. Man muss mal einfach wissen, das wissen die meisten Leute nicht. Und warum ist das so? Warum wollen diese Sparpolitik? Warum fahren die das zurück? Das hat mit Usurpation zu tun. Das ist römisches Recht. Und was ist Usurpation nun? Wir haben zum Beispiel hier ein Stück Treibholz, das auf internationalen Gewässern rumschwimmt. Und muss gucken, ob ich in der Zeit hier bin. Da bin ich. Und ja, dann komme ich jetzt daher mit meinem Schiff und sage, okay, das gehört niemandem, ich usurpiere das in meinem Besitzstand, weil es herrenloses Gut ist. Und hier in Deutschland werden einfach alle Gesetze zurückgeschraubt, weil wir sind ja hier in einer Firma arrangiert, in einer, ja, Bundesfinanzagentur GmbH, in der BAD GmbH. Wir sind kein souveränes Land. Und ein souveränes Land hätte eine Verfassung. Wir haben aber ein Grundgesetz. Das ist einfach so. Und das ist keine gute Verfassung. Also das Land befindet sich in keiner guten Verfassung. Und das Land gehört irgendwie keinem. Und deswegen will Europa, das wollen die großen Herrschaften da oben, die wollen
uns in Europa usurpieren. Dann ist Europa, das Europäische Parlament der Usurpator und dann sind wir ruckzuck hier unter Europarecht und somit kriegen sie dann ja ihre tolle neue Weltordnung eingerenkt. Aber daran müssen wir uns Bürger, wir sind das Souverän, wir müssen uns auf die Straße begeben und immer die Frau Merkel usurpieren. Und ja, anders lässt sich das nicht folgen. Okay, das ist einfach mal kurz der Hintergrund dazu. Eines sei bemerkt, zu Nutzen des einzelnen Vollzugsbediensteten sicher nicht und die Folge zugunsten der normalen Bevölkerung auch nicht. Ja? Für wen soll das dann gut sein? Im Übrigen wurde in dem zweiten Bundesbereinigungsgesetz, da ist es zwar das BMJ-BBG, im Rahmen einer doppelten Verneinung zum Besatzerrecht jenes wiederhergestellt. Also hier nochmal ganz deutlich, ich habe Angst und die Polizei hat Angst. Und das ist wieder vom Netz geworden. Der ganze Artikel ist vom Netz genommen, von diesem guten Herrn. Und ich finde es schön, dass es solche Menschen gibt. Und es gab auch schon Videos, wo TXLWG ein paar Nachrichten bekommen hat, dass jemand bei dem Bundespressesprecher angerufen hat und gefragt, warum ist es was, warum habt ihr denn den Artikel losgekommen? Ja, der Herr, wie heißt der gute Herr? Wir wollen ihn ja direkt namentlich zitieren. Volker Schöne hat das angeblich diesen Artikel selber vom Netz genommen, was ich für Blödsinn halte, der Druck bekommen und ja, da ist es halt eben so. Da nimmt man halt eben sowas vom Netz. Ist ja ganz logisch, der Druck bekommen, weil er sonst heißt es Hallo, sonst hast du direkt hier Feierabend. Feierabend für immer. Und der Mensch hat bestimmt eine Familie, der Mensch muss irgendwie am Kacken bleiben. Entschuldigung, wenn ich das so drastisch formuliere, der muss einfach am Leben bleiben und da lässt man ihm dann so mit so einem Druck. Ja, so ist das normal. Und ich würde sagen, guckt euch den Artikel an, verbreitet ihn, schreibt so wie ich einen Blog-Eintrag darüber, macht auch eure eigene Wahrheitssuche. Ich werde jetzt etwas öfters Artikel mal dazu schreiben. Ich werde das Video jetzt ja gleich veröffentlichen. Wir haben ja 5:23 Uhr am Samstag. Bin eben aufgestanden und wollte das einfach mal loswerden. Ja, abonniert meinen Channel. Sehr, sehr wichtig. Sagt es weiter, dass dieser Channel da ist. Abonniert auch TixLWG. Schreibt den Kanal hier unten gerne drunter, den ihr abonnieren sollt im YouTube-Video. Besucht meinen Blog, empfiehlt meinen Blog, macht anderen Leuten die Augen auf. Es gibt viele Leute, die sind da draußen auf der Straße und trinken ihr Bier am Samstag oder sind als Bauarbeiter auf der Straße, trinken ihr Bier auf der Baustelle und ahnen von nichts. Das hier muss die deutsche Bevölkerung, muss es einfach wissen. Und ja, ich bedanke mich schon mal. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Kritik habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Geht auf meinen Blog, schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Ich bin der Wahrheitssucher. Ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Das ist immer wieder ganz klar. Und ich freue mich auf jegliche Beteiligung. Schreibt mir eine Nachricht, kommentiert meinen Kommentar. Würde mich freuen. Ich mache jetzt immer Schluss hier. Viel Spaß mit dem Video. Wie sagte mal Tix LBG, viel Spaß im System. Den ich auch hiermit sehr gerne grüße. Und ja, schaut euch den Artikel an. Sehr interessant. Arrivederci. Ciao.